Mit unserer Arbeit Euthanasie, Empörung im NS-Staat 1936 bis 1945 haben wir am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teilgenommen. Unsere Arbeit wurde von der Bundesjury mit einem ersten Preis ausgezeichnet. Aus der Hand des Bundespräsidenten erhielten wir am 18. November 2011 im Schloss Bellevue unsere Urkunden. Wir möchten, dass das, was wir in unserer Arbeit dokumentiert haben, viele Leute wissen, damit Ähnliches in Deutschland nie wieder geschehen kann. Am Schluss unseres Videos sagen wir, wo unsere Arbeit zu bekommen ist. Niemand ist eine Insel ganz für sich selbst. Jeder Mann ist ein Teil des Kontinents. Jedes Menschentod macht mich geringer, weil ich zur Menschheit gehöre. Darum suche niemals zu finden, wem die Stunde schlägt. Sie schlägt dir. John Donne, 1572 bis 1631. Adolf Hitler wurde am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt. Mit dieser Ernennung veränderte sich in Deutschland sehr viel. Die Nationalsozialisten sahen insbesondere psychisch kranke Menschen als Ballast für die Gesellschaft an. Mit einem Schreiben, das auf den 1. September 1939 datiert wurde, setzte Adolf Hitler die erste Phase der Euthanasie in Gang. Reichsleiter Bula und Dr. Med Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen bei unheilbar Kranken, bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Tatsächlich wurden aufgrund dieses Schreibens etwa 70.000 Menschen in den psychiatrischen Anstalten ermordet. Die geplante Euthanasie wurde in der Tiergartenstraße 4 in Berlin-Charlottenburg organisiert. Deshalb wird von dort ausgehende Euthanasie auch als Aktion T4 bezeichnet. Von hier aus wurden Meldebögen an die verschiedenen psychiatrischen Anstalten ausgefüllt und wieder zurückgeschickt. Diese wurden drei Psychiatern vorgelegt, die diese mit einem roten Pluszeichen kennzeichneten, wenn der Patient getötet werden sollte, oder mit einem blauen Minuszeichen kennzeichneten, wenn der Patient am Leben bleiben durfte. Der Psychiater und Obergutachter Werner Heide entschied letztendlich darüber, wer leben bleiben durfte und wer sterben musste. In unserer Arbeit haben wir uns besonders mit der Psychiatrie in Wehen in Oldenburg beschäftigt, weil sie von unserem Wohnort nur etwa 35 Kilometer entfernt liegt. Aus den von uns gesichteten Materialien ergab sich, dass hier die Ermordung der Patienten bereits vor dem Euthanasiebefehl von 1939 begann, nämlich im Jahre 1936. Auch nachdem Adolf Hitler die Euthanasie am 24. August 1941 offiziell einstellen ließ, wurde in Wehen die Ermordung der Patienten fortgesetzt. Sie wurden von Wehen aus nicht in Tötungsanstalten gebracht, sondern in der Psychiatrie in Wehen selbst ermordet, indem man ihnen so wenig zu essen gab, bis sie schließlich starben. Während unserer Recherche fanden wir heraus, dass mein eigener Urgroßvater am 9.7.1938 in die Psychiatrie in Wien eingeliefert wurde. Er wurde aus von mir und meiner Familie unbegreiflichen Gründen dort festgehalten. In seiner Krankenakte stand, dass er viel betet und zurückgezogen sei. Ich habe mich während unserer Recherche oft gefragt, was so etwas in einer Krankenakte zu suchen hat. Der Bruder meines Urgroßvaters hat alles unternommen, um ihn freizubekommen. Er hat sich sogar mit dem Klinikchef Dr. Petri angelegt. Er hat Briefe geschrieben, in denen er den Aufenthalt meines Urgroßvaters in der Psychiatrie in Wien als Freiheitsberaubung bezeichnete. Doch es war alles vergebens. Mein Urgroßvater starb am 24.08.1941 in der Psychiatrie in Wien, angeblich an Darmtuberkulose. Ich bin stolz darauf, dass sich meine Familie so für meinen Urgroßvater eingesetzt hat. Das war damals nicht ohne Risiko. Viele Menschen müssen davon gewusst haben, was zur NS-Zeit mit den psychisch Kranken passierte, die in den psychiatrischen Anstalten untergebracht waren. Sie galten als lebensunwertes Leben und viele von ihnen wurden getötet. Nur wenige setzten sich für diese bedrohten Menschen ein und nur sehr wenige fanden den Mut und empörten sich öffentlich gegen dieses Verbrechen und sagten ihre Meinung. Zu diesen wenigen gehörte Bischof Clemens August von Galen aus Münster. Am 3. August 1941 hielt Bischof von Galen die dritte seiner berühmten Predigten
in der Lamberti-Kirche in Münster und prangerte darin die von den Nazis betriebene Euthanasie an. Er formulierte: Wehe den Menschen, wehe unserem deutschen Volk, wenn das heilige Gotteswort, du sollst nicht töten, nicht nur übertreten wird, sondern wenn diese Übertretung sogar geduldet und ungestraft ausgeübt wird. Und dann wurde nach dem Aufruhr, den die Euthanasie verursacht hatte, die Euthanasie am 24. August 1941 offiziell von Adolf Hitler eingestellt. Seit Monaten hatten wir uns mit der Euthanasie zur NS-Zeit beschäftigt und waren dabei, unsere Ergebnisse zusammenzutragen. Wir waren sehr erstaunt, als wir Ende November 2010 erfuhren, dass Professor Schneider sich im Namen der Psychiatrie entschuldigte, die zur NS-Zeit die Euthanasie durchführten. Grundsätzlich ist diese Entscheidung positiv zu bewerten. Offen blieb für uns allerdings die Frage, weshalb die deutsche Psychiatrie 70 Jahre dafür benötigte. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, was wir noch für die Opfer der Euthanasie tun können. Deshalb haben wir eine Petition an den Bundestag gerichtet, um sie nach dem Bundesentschädigungsgesetz mit den anderen Opfern des NS-Regimes gleichzustellen. Nur wenige Tage später stellten vier Fraktionen des Bundestages einen ähnlichen Antrag, der von dem Bundestag angenommen wurde. Die Jury bewertet unsere Arbeit unter anderem mit folgenden Worten: Vorbildlich bearbeitet die Autorengruppe in ihrem Beitrag über Euthanasie im NS-Staat das Wettbewerbsthema Skandal in der Geschichte. Methodisch, stringent und konsequent in ihrer quellenkritischen Arbeitsweise schaffen sie es nachvollziehbar, mitfühlende Nähe zu entwickeln, statt in nüchternen, distanzierten Wissenschaftsjargon zu verfallen.